So, Leute. Guten Tacho. Das gute Stück ist jetzt angemeldet. Geil hier auch, kann ich schön meine Mütze da dran heften. Es ist außerdem meine erste Fahrt jetzt gerade angemeldet. Ich komme gerade vom Straßenverkehrsamt, hab das Nummernschild dran gepappt. Und die erste Fahrt mit den Koffern, die auch schon voll sind. Ich habe meine ganzen Zeltsachen mal probeweise mal reingesteckt. Dazu mache ich aber ein extra Video. Und ja, das ist jetzt meine Jungfernfahrt sozusagen. Frisch getüft, frisch angemeldet. Jetzt die erste reguläre Fahrt auf der Straße sozusagen. Abgesehen jetzt von den Testfahrten und der TÜV-Fahrt. Die erste Fahrt jetzt hier angemeldet. Aha, ist das geil. So. Das nenne ich mal entspanntes Fahren. Oh, meine erste Fahrt angemeldet. Hat beim Straßenverkehrsamt auch super funktioniert. Ich hatte ja Termin gebucht, da ich ja jetzt ja noch, naja, gezwungenermaßen frei hatte. Oder kann man auch sagen, glücklicherweise frei hatte. Das kann man sehen, wie man will. Hatte ich ja jetzt die Zeit. Beim Kurzzeitkennzeichen vor 2 Wochen, ja, vor einer Woche, habe ich so kurzzeitig keinen Termin gekriegt. Dann musste ich das dann über einen Dienstleister machen lassen. Und war natürlich teurer, als wenn ich jetzt selber hingegangen wäre. Hat aber leider nicht anders funktioniert, weil ich den TÜV-Termin dann schon letzten Freitag hatte. Das Video werdet ihr ja schon wahrscheinlich gesehen haben. Muss ja, das geht ja so chronologisch jetzt weiter. Zwar ein bisschen zeitversetzt, aber ist halt so. Ich mache gerade viele Videos in letzter Zeit. Und ja, dann dachte ich mir, das Geld schmeißt du denen jetzt nicht in den Rachen, wenn du Zeit hast. Dann muss ich jetzt aber extra nach Wesel fahren, obwohl ich an Moers direkt nebendran bin sozusagen. Aber da gab es keine Termine. Dann habe ich gestern noch eine Erinnerungs-E-Mail bekommen und da stand Gott sei Dank drin, dass ich nach Wesel fahren muss. Ich habe gar nicht so genau geguckt, als ich den Termin gemacht habe. Sonst wäre ich jetzt nach Moers gefahren und hätte die Arschkarte. Ja, habe ich Gott sei Dank die E-Mail gekriegt und bin dann glücklicherweise nach Wesel gefahren. Ja, war ganz kurios da alles irgendwie. Ich kam dahin, saß ziemlich lange. Also beim Straßenverkehrsamt kommst du jetzt, je nachdem, was du da machen musst, nur mit Termin rein, gehst hin, gibst deine Nummer ein, die du per E-Mail bekommen hast. Und dann setzt du dich in den Wartebereich, so wie man das kennt. Und dann hat man ja den großen Fernseher, wo dann deine Nummer aufgerufen wird und fertig. Ich saß und saß und saß. Man darf halt frühestens eine Viertelstunde vor deinem Termin bis 10 Minuten nach den angegebenen Termin. In diesem Zeitraum kannst du dich anmelden. Wenn du das nicht machst, dann verfällt der Termin. Ich war natürlich pünktlich da, hatte mich natürlich angemeldet. Gar kein Problem. Was die Sache jetzt war, das hat ewig gedauert. Ich saß, glaube ich, eine Stunde da, obwohl das eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Das war aus dem Grund, weil so viele Eierköpfe heute unterwegs waren. Und da war zum Beispiel einer, der wollte irgendwie, oder der hat ein Fahrzeug, Einfuhr, irgendwas, irgendwelche Papiere nicht für einen Oldtimer. Hat der nicht verstanden, das hat ewig gedauert. Dann war einer, der hatte seine ganzen Papiere nicht vollständig und hat dann da auch Terror gemacht. Und das Härteste war, da ist jemand hingekommen, wollte ein Auto anmelden und das war gestohlen. Irgendwas stinkt in der Öl. Ich glaube, oh, das war der LKW oder was. Und ja, das hat sich ewig hingezogen und direkt daneben ist ein Polizeipräsidium. Die haben das dann irgendwann übernommen. Gott sei Dank. Und dann kam ich erst dran und dann war die Frau, dann hat auch erzählt, oh, es tut mir sehr leid und alles. Obwohl da irgendwie 16 Schalter oder 19 Schalter waren, saß auch überall jemand, aber nicht jeder hat da irgendwelche Leute angenommen. Das war irgendwie ganz komisch, weiß nicht, was die dann da sonst noch machen nebenher. Und ja, dann hat sie dann alles so erzählt, was alles passiert ist. Auch mit so einem Arbeitskollegen dann da gesprochen, während die meinen Fall dann bearbeitet hat. Und bei mir, das hat keine 5 Minuten gedauert. Ich habe ja mein Kennzeichen mitgebracht, die Reservierungsbestätigung mit diesem Code. Ich hatte alles dabei. Und dann sagte die, oh, ich bin ja froh, dass ich endlich mal einen habe, wo es hier eine schöne Arbeit ist, sagte die. Das ist natürlich geil. Ja, dann brauchte ich dann nur noch bezahlen gehen, hab dann meine ganzen Papiere in diesem Wisch. Ihr kennt das ja alle.
und danach habe ich den Stempel auf mein Kennzeichen gekriegt. Das hat insgesamt vielleicht 5 Minuten gedauert und dafür musste ich dann erst eine Stunde da warten. Aber naja, ist dann halt so. Gucken, ob alles noch drin verkabelt ist. Ja, ich habe nämlich meinen Jethelm wieder auf. Ich denke mal, das könnt ihr hören. Ist halt ein bisschen windig. Ich muss ein bisschen mehr schreien. Obwohl ich glaube, dass ich gar nicht schreien muss, aber irgendwie mache ich es instinktiv, weil ich mich sonst selber gar nicht hören kann. Mit dem ganzen Wind und dann alles hier. Naja, die stand jetzt auch fast eine Woche. Ja, Freitag bin ich gefahren. Heute ist Donnerstag, also 6 Tage. Und sofort ohne Zucken angesprungen. Ich hatte mir jetzt noch auf Vorrat einen Gleichrichter-Laderegler bestellt, weil ich mir nicht sicher war, ob die Batterie genug geladen wird, weil ich hatte mal testweise so ein Multimessgerät dran und das war nicht so hoch, wie es eigentlich hätte sein müssen. Allerdings war ich auch nicht wirklich auf Drehzahl. Deswegen hatte ich dann bis vom TÜV die Batterie ja immer am Ladegerät gehabt. Eins, was sich auch selbstständig an- und ausschaltet. Ja, und dann habe ich halt gedacht, dass ich auf dem Rückweg wahrscheinlich stehen bleiben werde, aber ist nicht. Und jetzt eine Woche später, ich habe sie nicht mehr dran gehabt, die Batterie, also nicht am Ladegerät, sprang trotzdem super an. Also, oh, habe ich ja hier immer noch was von meiner alten ZZR 600 verbaut, und zwar der Gleichrichter, / Laderichter, weil den habe ich damals für meine Street Fighter geholt. Und da waren auch noch Stecker drin und ich glaube, ich musste damals irgendwas umbelegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der hier 1:1 gepasst und ich glaube, der würde auch sogar auf meiner Z passen. Von daher, das Ding hat mich jetzt 25 Euro gekostet, das neue Teil. Der bleibt jetzt ja, in der Schublade liegen, bis ich ihn brauche. Wenn ich ihn nicht brauche, ist auch gut. Genauso wie ich jetzt hier von dieser Bremspumpe so einen Reparatursatz habe, habe ich ja auch nicht gebraucht, weil ich das ja doch hingekriegt habe. Ja gut. Manchmal kauft man eben ein bisschen mehr, als man braucht. Aber das war dann auch schon. Also mehr Geld rausgeschmissen habe ich jetzt nicht. Ah ja, doch, die Harley-Spiegel, die passen hier nicht drauf. Dann müsste ich hier noch so Adapter dran machen, aber ich sehe gerade, ich habe hier kaum Platz. Deswegen werde ich die hier gar nicht erst dran machen. Oder ich hole mir völlig neue Armaturen und alles, aber erstmal wird gefahren. Und wenn ich hier irgendwas mache, dann sind das erstmal die Kabel in den Lenker reinlegen. Ja, das Video über meine vermeintliche Urheberrechtsverletzung sollte auch schon online gewesen sein. Das kommt, also ich nehme das Video jetzt ja heute auf, das heißt, also wo ich es jetzt heute aufnehme, morgen kommt es jetzt online. Und das Video, was ich jetzt hier aufnehme, seht ihr wahrscheinlich erst in 2 Wochen oder so. Also weiß ich jetzt ja noch gar nicht, wie ihr darauf reagiert. Fakt ist auf jeden Fall, dass das eine große Lachnummer war, aber egal. Für mich ist das Thema soweit durch. Wenn bis jetzt, wo ihr das Video jetzt hier seht, auch danach nichts mehr kam von dem Eierkopf, dann lasse ich das auch ruhen. Vielleicht habe ich auch nicht alles so richtig gemacht, aber ich habe ja auch so gesehen auch nichts falsch gemacht. Aber scheiß drauf. Vielleicht habe ich dadurch ja einen Abonnenten bekommen, reicht mir. Dafür hat die Aktion schon dann ihre Wirkung gezeigt. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal mega froh rumzuschoppern hier endlich. Ich glaube, ich komme wieder im Regen rein. Deshalb bin ich auch die Strecke gefahren, hat es geregnet. Das wäre jetzt ziemlich mies. Oh, das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Da habe ich auch so über die coolen Kommentare gefreut, nachdem ich hier gefahren bin. Erste Mal, vor allen Dingen die erste Fahrt mit meinem Eisenschwein, beziehungsweise mit Carrie. Schreibt doch einer, der musste lachen im Zusammenhang zwischen Eisenschwein und Carrie. Ah, genau, was ich auch schon einige Male jetzt unter meinen Videos gelesen habe, dass sich der ein oder andere freuen würde, vielleicht mit mir zusammen mal zu fahren. Ich würde jetzt sagen, das nehmen wir mal in Angriff für die Leute, die jetzt zugucken und ihr habt Bock, mit mir mal zusammen zu fahren, also 2-3 Stück weiß ich auf jeden Fall schon mal. Dann entweder, ich will mal überlegen, schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie viele da drauf Bock hätten. Dann werde ich mal meine
E-Mail-Adresse raushauen oder so, irgendwie sowas in der Art. Ich habe eine E-Mail-Adresse, die haue ich unten in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr mir schreiben. Der ein oder andere hat die wahrscheinlich schon. Ja, einen weiß ich auf jeden Fall. André, der will auf jeden Fall auch mit mir fahren. Der hat eine schöne 125er Chopper. Also auf jeden Fall, ich weiß ja, dass ich auch jüngere Zuschauer habe. Ich denke mal jetzt, durch die Chopper-Vlogs wird das Alter sich wahrscheinlich auch ein bisschen verschieben. Also ihr müsst schon mindestens eine 125er haben. Definitiv, falls jetzt Jüngere dabei sind. Ich weiß, wie ich früher war, als ich jung war. Wenn davon jemand Bock hat, halt mit mir zu fahren, beziehungsweise mit uns, dann solltet ihr euch im Straßenverkehr auch benehmen. Bringt mir nichts, hier auf den Hinterreifen oder Vorderreifen irgendwelche Faxen zu machen. Das mal vorneweg. Ich weiß ja nicht immer, man weiß ja nicht immer so 100%, wer da ankommt und wer da seine Zuschauer sind. Ich sage, ich gehe mal davon aus, dass ich solche Eierkippe nicht habe. Also mindestens 125er, es wird auch nur Landstraße gefahren, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Es wird gemütlich gefahren, eine gemütliche Ausfahrt. Ich muss mal überlegen, was für eine Strecke. Ich möchte natürlich auch ein bisschen dann filmen dabei, also damit müsstet ihr dann auch einverstanden sein. Ich denke, das sollte aber klar gehen, passen. Ach so, Grüße auf jeden Fall auch an Elvis Oldschool. Also, der hat ja 100 Spezialvideo gemacht und der Anfang fand ich einfach zu geil. Erst hat mit diesem kleinen Pocketbike und wie er dann in die Garage geht, und er hat original Scorpedius Wilma Spiegel. Bin mal gespannt, wer bei Amazon dann das eingibt. Gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, damit nicht weiß anzufangen. Das sind einfach nur die Spiegel, die auf meiner Wilma aufgebaut sind. Finde ich auf jeden Fall geil. Mit der muss ich ja auch noch zusammen auf jeden Fall ein Video machen. Ja gut, jetzt mit dem Unfall, das hat wochenlang nicht funktioniert. Dann steht da noch ein anderes Projekt an, was seit Wochen nicht funktionieren konnte. Einmal wegen Wetter, dann wegen meinem Unfall. Und zwar, auf jeden Fall kann ich ja schon mal ganz vorsichtig anteasern, dass ich mich mit 2, eventuell sogar auch 3, anderen Motovloggern, der ein oder andere könnte sich vielleicht denken, aber mit denen ich eigentlich guten Kontakt habe, wir uns gegenseitig supporten, wir werden uns zum Zelten treffen und da werden sicherlich auch Videos entstehen. Ja, das konnte jetzt alles nicht stattfinden, einmal weil eine Zeit lang so mieses Wetter war und dann weil ich das mit meinem Knie hatte. Das wird wohl auch, ich schätze mal so in den nächsten Wochen, Monaten, auf jeden Fall dieses Jahr noch stattfinden. Und da bin ich auch mega gespannt drauf. Das wird mit Sicherheit geil. Also, die erste Fahrt, regulär angemeldet, mache ich gerade. Die erste Fahrt mit den Koffern hinten drauf, hatte ich vorher auch noch nicht gemacht. Da musste ich dann auch noch ein bisschen hin und her arbeiten, weil die dann an die Federbeine dran gekommen sind beim Fahren und all sowas. Das passt auf jeden Fall jetzt alles. Deswegen habe ich jetzt auch meine ganzen Zeltsachen, die habe ich alle schon mal reingetan. Und wenn am Wochenende Wetter relativ trocken sein sollte, dann kommt das auch alles schon wieder zum Einsatz nach fast 2 Jahren. Ja, Leute. Ja, Video liken, Kanal abonnieren, Glocke, müsst ihr selber wissen, ob ihr das macht. ich freue mich, wenn ihr meine Videos schaut. Ich habe mich auch mega gefreut, jetzt die letzten paar Videos, also Stand jetzt, wo ich jetzt gerade aufnehme, über die extrem viele positive Resonanz. Und wir gehen jetzt auf die 300 Abonnenten zu. Wir haben jetzt aktuell, jetzt in diesem Video, 273, glaube ich, waren es heute Morgen. Uiuiui. Und finde ich geil. Ich hoffe, wir wachsen zusammen weiter. Dann haut rein. Ihr wart bei der ersten offiziellen Fahrt nach der offiziellen Anmeldung dabei. Und ich freue mich auf mehrere Videos und mehrere Touren mit euch zusammen. Für die, die mit mir zusammen fahren wollen, E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung. Und dann, ja, vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Idee. Ihr wisst ja ungefähr, wo ich hier rumfahre. Ich habe mir so vorgestellt, dass wir da mal eine kleine Tour machen und vielleicht am Ende zu so einem Motorradtreff dann ausklinken lassen. Ein kaltes Bierchen trinken.
Ja, Leute, darauf freue ich mich. Haut rein und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video.